Waren das jetzt alle? Die Flüsse sind ruhig. Waren noch mehr auf dem Weg, haben sie kehrt gemacht. Ihren Farben und Zeichen nach zu urteilen, kamen sie aus Gautaland. Aber ohne einen Überlebenden werden wir wohl nicht erfahren, warum. Hier ist einer! Das Getier kroch zum Fluss. Er wollte wohl wegschwimmen. Hab Mitleid. Und wir könnten vielleicht Verbündete werden. Verdiene dir dieses Mitleid mit einer schnellen Zunge. Woher kamt ihr und warum habt ihr uns angegriffen? Wir lagern in East Engla. Gerade angekommen und hungrig nach Silber. Ihr seid vom Kurs abgekommen. Dies ist Mercia. Es war uns befohlen. Von wem? Du langweilst mich. Der nutzlose Hund schnüffelt an deinem Arsch auf der Suche nach Silber. Töte ihn! Dein Schweigen verwehrt dir Freundlichkeit. Ich frage noch einmal, wer schickt euch? Der Wind. Und die Flüsse werden uns nach Hause tragen. Er fleht um den Tod, Eivor. Erlöse ihn! Oder sende ihn zurück als Warnung. Soll er seinen Leuten sagen, dass sie hier nur der Tod erwartet, sollten sie zurückkehren. Es wäre jetzt eigentlich besser, uns auf Ducks Seite zu stellen, weil er uns nicht mag, aber ich mag sie lieber. Geh und kehre nicht zurück. Ich danke dir. Ein aufgeschobener Tod ist keine Gnade. Wer euch auch geschickt hat, warne sie vor dem Gemetzel, das sie hier erwartet. Oh, ich werde berichten. Schick Späher hinter ihm her, dann finden wir... Ich möchte ihn gern umbringen. Geht das? Bringt uns nur in Gefahr. Es bringt uns den Ruf der Feigheit ein. Wäre, glaube ich, nicht das so gut. Das war der einzige Weg. Hätten wir ihn verfolgt, hätten wir etwas erfahren können. Nun wissen wir nichts. Sigurd hätte getan, was ich getan habe. Das reicht mir als Rechtfertigung. Sigurd ist nicht hier. Ich schon. Und wenn du dich mir noch einmal widersetzt, wird er davon erfahren. Ich sehe dich, Eivor. Und ich weiß, was du bist. Gib nichts auf Darks Worte. Seine Drohungen mögen laut sein, doch sie sind mehr. Ich weiß ja nicht. Dann beraten wir die nächsten Schritte. Ich traue dem Dude schon einiges zu. Das ist die Hütte der Seeren, die wir als nächstes brauchen. Um das Gehöft für das Fest vorzubereiten, werde ich wohl den Viehhof bauen müssen. Teglas Brauerei ist noch nicht gebaut. Das sollte ich vor dem Fest erledigen. Alva, ich bete, dieser Brief trifft dich und meinen Sohn wohlbehalten an. Theobert schrieb mir nun schon einige Male häufig mit so haargenauen Schilderungen, es ist, als wäre ich dort. Er bewundert dich, vertraut dir. Es wärmt mein Herz zu wissen, dass er jemanden hat, zu dem er aufblickt. Ich weiß, du wirst seiner gerecht werden. Was mich betrifft, so habe ich mich gut in diese neue Rolle
gelebt. Mein Hof steht hinter mir und das Volk ist mir treu. Zum ersten Mal seit langem ist Mercia befriedet. Danke dir. Ist aber auch das Julfest, aber das möchte ich ja nicht machen. Muss ich das machen? Gelane Kämpfer, die eine anhaltend aggressive, nahezu endlose Axt-Kombo ausführen können. Nachdem sie viel Schaden angerichtet haben, halten sie ab und zu inne, um verdientermaßen kurz durchzuatmen. Sei gegrüßt. Ich bin nochmal raus. Schön, dass du da warst. Hoffentlich dann bis zum nächsten Mal, Heiko. Noch einen schönen Restsonntag. Dankeschön. Ich habe es mir anders überlegt. Ich sollte gehen. Wir bauen jetzt erstmal. Die hier. Sehr gut. So wird es gehen. Danke, Eivor. Ich tue alles, damit du dich wohlfühlst. Am wohlsten fühle ich mich, wenn ich anderen helfen kann. Wenden wir uns nun wieder deinen Visionen zu. Wenn du denkst, das etwas bringt? Ich brauche noch eine Zutat, um einen Trank für dich fertigzustellen. Beim Teich solltest du finden, was ich suche. Der Trank wird dir später helfen, tiefer in deine Visionen einzutauchen und sie klarer zu sehen. Disteln. Ich kann hier Glühwürmchen freilassen. Siehst du da oben, Sühnen? Da oben sind noch welche.
Ja, als wenn. Ach so, das war nur auf halber Höhe oder so. Perfekt. Ich habe die Pflanzen, die du wolltest. Gut, gut. Sobald ich sie in den Trank gegeben habe, kannst du ihn trinken. Trink, und du erhältst Zugang zur Weisheit des Alpha. Du wirst Odins Pfad beschreiten und leben wie er einst für lange Zeit. Mach dich bereit für eine Reise in eine andere Zeit, eine andere Welt. Wir wissen ja, was das letzte Mal passiert ist, als ich von ihr was getrunken habe. Ich bin nicht so überzeugt von der Idee, aber... Der Trank ist bereit. Er wird furchtbar schmecken. Aber deinen Geist für die Bilder und Klänge der neuen Welten öffnen. Empfohlene Stärke 90. Okay, have fun, bin da mal weg. Ich überlege gerade, was wir als nächstes ausbauen. Zu wenig. Ich habe nicht genug. Nicht genug Stärke dafür. Zeigst du mir deine Waren? Du bist mein zweitbester Kunde, weißt du? Solltest du kaufen. Hundezorn. Möge es viele Schlachten sehen. Sonst nichts? Oh nein. Zeig mir, was du anzubieten hast. Sowas kann man doch immer gebrauchen. Einzigartig, das meine ich ernst.
Damit hast du die richtige. Ist dein Einkauf schon erledigt? Nun muss ich gehen. Lass dich mal wieder blicken. Shit, der ist ja sogar schlechter als meiner. Okay, die Frage ist jetzt, was bauen wir als nächstes aus? Ist der Fischer. Heute ist ein guter Tag zum Angeln. Ich hätte schon Bock auf ihn. Machen wir das einfach. Erzähl mir, was du hier tust. Wenn ich dir etwas tätowieren soll, komm einfach vorbei. Du kannst mir jeden Entwurf mitbringen, den du findest. Und die kann ich mir bei dem anderen kaufen. Was kannst du mir heute anbieten?
Hier so viel Auswahl haben wir tatsächlich noch nicht, ne? Ich will mal gucken, was er. Das wär's erstmal. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Oh, danke dir, Eivor. Das ist genau, was wir brauchen. Was? Ach so. Bis bald. Er redet darüber, dass ich sein Haus ausgebaut habe. Seinen Laden. Guten Tag! Diese Stimme. Was bietest du heute an? Wäre es nicht sinnlos, Kleidung darüber zu tragen? Ist wahrscheinlich ein bisschen sinnlos, aber es ist mir egal. Los, los. Bis bald. Dann auf bald. Obwohl das, glaube ich, eher alles nur Zusatz ist in dem Sinne. Diese Eindringlinge konnten gar nicht siegen. Nicht, wenn du dich mit Gunnars Werken bewaffnest. Zeig mir, was du anzubieten hast. Das kann ich dir besorgen, klar. All meine Waren sind gut, aber das ist sogar sehr gut. Oh, sieh nur, wie mächtig es nun ist. Das ist ziemlich gut. Das gefällt dir wohl ganz gut. Machen wir das so. Wundervoll. Ist es das, was du suchst? Bereit?
Wir sehen uns bald wieder. Mögen sie von deinen Taten singen. Und von meiner Handwerkskunst. Jetzt haben wir zwar echt viel verbraucht, aber das ist okay. Wir bräuchten jetzt nur irgendwie eine neue Quest, ne? Wir könnten davon noch einen machen. Das müssten wir zeitlich eigentlich noch hinkriegen. Ich grüße dich. Hast du was Neues für mich? Die, die für mich arbeiten, sind diesen Aufgaben nicht gewachsen. Aber du, du bist gefährlicher. Es ja selbst erledigen, aber ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Ich glaube, ich kann noch mehrere auf einmal annehmen. Aber ich weiß nicht, ob wir zeitlich jetzt mehr schaffen. Deswegen gucken wir erstmal. Das ist mir ein bisschen zu weit, um zu reiten. Ich meine, Erfahrung kriegen wir für die Sachen ja auch. Und wir kriegen halt die eine Quest, weil wir kommen bei der einen Quest weiter. Weil zu viel Zeit haben wir halt nicht mehr, deswegen jetzt noch ein Bündnis anzufangen ist ein bisschen... Wir werden nicht sehr viel von dem Bündnis schaffen. Wenn wir schnell sind, schaffen wir noch einen, aber wer weiß, wir werden es sehen. Sind das Soldaten? Na los, komm!
Oh mein Gott. Oh shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, oh shit. Ich glaube, wir dürfen jetzt gleich nochmal hinreiten. Vielleicht hätte ich vorher mal speichern sollen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee gewesen. Wohl eigentlich könnte es sein, dass gespeichert wurde, als wir auf alle Fälle uns portet haben, oder? Auch das weiß ich tatsächlich nicht. Wieso treffe ich die denn jetzt bitte ganz woanders? Und wieso bin ich noch betrunken? Das ist unfair. Nummer 1. Oh, Jesus, da ist schon der zweite. Halleluja. Vielleicht hätte ich aufhören sollen zu zielen. Das ging jetzt erstaunlich schnell. Das war's.
Dann schaffen wir ja vielleicht auch noch einen. Ich glaube tatsächlich, der hat mir nur so viel Damage gemacht beim ersten Mal. Weil, weil ich in seinem roten Angriff drin war. Schön, dich zu sehen. Hast du was Neues für mich? Ich habe Aufträge mit Gewalt, aber auch ohne. Interesse? Ein Bauer wurde in der Nähe eines Militärlagers gefangen genommen. Es werden keine Kosten gescheut, um ihn zu befreien, und auf dem Gelände könnte man brauchbares Material finden. Redas seltenste Waffe wurde vor kurzem gestohlen. Wenn du weiterhin herausragende Produkte bei deinem Lieblingshändler kaufen möchtest, solltest du diese Diebe finden und zur Rechenschaft ziehen. Dieses Ziel hat ein Talent fürs Morden. Ich vermute, dass nur du noch besser bist. Je schneller du zurückkommst, desto höher die Belohnung. Nein, Spaß. Die Belohnung bleibt immer gleich. Ich muss los. Bis bald. Geh ruhig. Ich werde hier sein. Schon wieder so weit weg. Bisschen hier hin, ne? Das ist das, was mir an der Schnellreise ein bisschen nervt, dass ich jedes Mal den Ladescreen habe. Deswegen reite ich lieber, aber 2300 sind halt echt schon viel. Schnellreisen ohne Laden wäre aber auch insane. Ich glaube, das schafft nicht mal die PS5. Ja, durch die PS4, die nicht mal Pro ist, dauert es halt aber schon lange. An die Ruder. Es war gar nicht so klug, hier das Boot zu nehmen.
Axtkau aus dem Wasser geritten. Galoppiert. Ich wollte gucken, was für eine Stärke das Gebiet hat, wo wir gerade reinreiten. So, wir sind noch in Lekrestal. Schier, okay. Den würde ich mir tatsächlich eben gern holen. Steht hier ein Pferd. Weil hier der Ausblick ist und man dann hier besser wegkommt vielleicht, damit man nicht sein Reittier rufen muss. Schwerbericht. Ein Stoßtrupp der Ragnarssons wurde beim Versuch erwischt, Tamevors auszukundschaften. Sie wollten fliehen, doch der Tarn des Königs, Leofried, kam brüllend durch das Tor, holte sie ein und erschlug die vier Männer eigenhändig. Wenn die Ragnarsson-Brüder etwas in Erfahrung bringen wollen, müssen sie sich schon mehr anstrengen. Sehr gut. Überblicke das Land, Freundin. Netter Versuch! Jenseits die Fehler, die dich hierher führten. Ja, die ist schon schlechter gewesen als er.
war's. Irgendwie denke ich immer, ich brauche länger bei den Quests. Aber eigentlich ist das längste, was ich brauche, die Schnellreise dahin. Rein. Theoretisch könnten wir die letzte, glaube ich, auch noch machen. Hätten wir schon mal 4 von 10 von den Aufträgen gemacht. Ich glaube, täglich sind das ja eh, also wenn ich da täglich die täglichen Quests angucke, sind das ja meine. Ich glaube, ich eh immer nur 3 oder 2, die dazukommen. Oh, hallo! Hast du was Neues für mich? Ich habe gerade Arbeit hereinbekommen, die nach deinen Fähigkeiten verlangt. Vertrauter Kurier ist verschwunden und ich brauche Antworten. Denk bei der Arbeit einfach an den Lohn. Das sollte dich motivieren. Ich muss gehen. Bleib gesund. Geh mit deinen Göttern. So, wo müssen wir diesmal hin? Nee. Nee. Okay. Ich will nicht schon wieder in den Sumpf. Da war ich heute schon so lange. Wie mein Pferd hier überall hinkommt, ist mir ja auch immer noch ein Rätsel. Aber ich belasse das einfach mal dabei.
ihn getötet! Was? Stirb! Was? Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Ich darf ja nicht erwischt werden. Ich bin dir ehrlich dankbar. Wovor denn beschützen? Ja, okay, wahrscheinlich, wenn ich die Quest wann anders gemacht hätte, weil jetzt so ist halt einfach... Hier ist halt nichts, weil ich hier schon... Also, weil sie schon dead sind. Odin segne dich, Rahmenschwinger. Ja, wie, das war's jetzt? Wo geht er denn jetzt hin? Ich dachte, ich muss ihn noch zurückbringen. Hallo, Sir? Okay. Dann kann ich mich auch einfach zurückporten. Enttäuschend. Beim Stall können wir mal vorbeigucken. Wollte ich vorhin schon, habe ich aber vergessen. Perfekt. Zeigst du mir deine Waren?
So, ein Vogel. Nee, das ist mir gerade zu teuer. Sonst noch etwas? Dafür benutze ich ihn zu wenig. Können wir vielleicht etwas üben? Aber natürlich. Du lernst wirklich schnell. So, ich glaube, es reicht erstmal. Das war's also für heute. Nun muss ich gehen. Auf bald. Bis nächstes Mal. So, aber wenn ich jetzt... Ah, das ist jetzt tatsächlich ein anderes. Okay. Ich glaube, dabei belassen wir es heute erstmal. Ich gucke nochmal eben, was wir als nächstes für... Oh, erstmal mache ich wieder alles als angesehen. Ach so, das kommt wahrscheinlich, weil wir die verbessert haben, oder? Ups, nein, ich wollte mir den Rest noch angucken. Shit. Ich krieg das noch irgendwann hin, nicht die falsche Taste zu drücken. So. Müssen wir das hier noch einmal abhaken und dann sind wir ready für heute. Den Namen Northumbria verbinden Geschichtskenner sofort mit dem Kadrianswall und der nebligen Stadt York. Er ruft blumige Bilder von dänischen Tarnen und sächsischen Huskals ins Gedächtnis, die durch Schnee wehen auf wütenden Piktenhorden. Starren, aber eigentlich heißt der Name lediglich nördlich des Flusses Humber. Diesen Geografen mangelt es eben einfach an Fantasie. Den Rest haben wir, ja. Sehr gut, dann sind wir für heute ready. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann wir das nächste Mal weitermachen oder was wir das nächste Mal machen. Wir müssen halt wahrscheinlich dann die Bündnisse weitermachen.